Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und mir geht es um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Wie du vielleicht weißt, ist es so, dass ich selber seit einigen Jahren Herzpatient bin. Das war ich nicht von Beginn an, seitdem ich mir diesen Schwerpunkt ausgesucht habe, sondern das kam einige Jahre später. Und vor 4 Jahren bekam ich ein Problem mit den Herzklappen und hatte dann im Kontext dieser Erkrankung eine zum Teil phasenweise sehr schwer ausgeprägte Herzschwäche. Die Herzschwäche habe ich mit meinen eigenen Methoden mittlerweile weitestgehend in den Griff bekommen. Und das heißt, ich kann ein gutes Leben führen. Ich habe eine niedrig normale Herzleistung. Und das Ganze habe ich erreicht über Nahrungsergänzungsmittel, mäßigen Sport und vor allem Fokussierung im Alltag. Ja, ich werde immer wieder gefragt, also auch neulich von einem Patienten, der bei einem meiner Herzmeditationskurse war und deswegen duzen wir uns, und der sagte zu mir: Mensch Markus, du hast ja genauso eine Herzschwäche wie ich, wie schaffst du das eigentlich, so dermaßen viel zu arbeiten? Du bist ständig in der Praxis und dann auch noch deine ganzen Aktivitäten auf Social Media und was du sonst alles noch so machst. Ja, wie schaffe ich das? Und um diese Frage soll es hier jetzt in diesem Video gehen. Ich verrate dir meinen Weg, wie ich damit umgehe. Dazu will ich dir etwas erzählen bzw. phasenweise auch vorlesen, und zwar aus diesem Buch Das Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Ein Spiegel-Bestseller, vor einigen Jahren erschienen. Wann war das? Die Erstausgabe war 2007. Ja, schon einige Jahre her. Aber immer noch ein sehr, sehr lesenswertes, sehr gutes Buch. Ein dünnes Büchlein, hat etwas über 100 Seiten, schnell gelesen, aber von einer unglaublichen Tiefe. Und hier geht es ab Seite 52 darum, um die Geschichte von der grünen Meeresschildkröte. Der Protagonist dieses Buches, dem wird eine Geschichte erzählt. Und zwar, wie jemand im Meer schnorcheln geht und dort einer Meeresschildkröte begegnet. Und der Protagonist dieser Geschichte hat Flossen, große Flossen, mit denen er ordentlich Speed aufbauen kann. Ich habe das selber gerne gemacht als Kind und Jugendlicher. Und trotzdem, er begegnet dieser Schildkröte immer wieder. Also wir merken auch daran schon, es ist eine metaphorische Geschichte, weil ich kann nicht jeden Tag zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle im Meer der gleichen Meeresschildkröte begegnen. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um den metaphorischen Inhalt und den will ich dir nahe bringen. Und hier heißt es dann ja, dass er eben immer wieder an diese Stelle kommt und ihm immer wieder diese Schildkröte entweicht. Er versucht, sie zu verfolgen. Er versucht, sie mit seinen Schwimmflossen und mit seiner Schnorchelbrille der Schildkröte zu folgen und herauszufinden, wie macht die Schildkröte das, dass sie eine solche Geschwindigkeit hat und ihn immer wieder entwischt. Und dann kommt er eines Tages zu der Erkenntnis, wie die Schildkröte das macht. Die Schildkröte, Seite 55, die Schildkröte kämpft nie gegen die Wellen an, sondern nutzt sie für sich. Ich konnte nicht mit ihr mithalten, weil ich die ganze Zeit strampelte, egal in welche Richtung das Wasser strömte. Anfangs war das noch in Ordnung und es gelang mir, auf gleicher Höhe mit der Meeresschildkröte zu bleiben. Ich musste meine Bewegungen sogar noch manchmal etwas verlangsamen. Aber je mehr ich gegen die heranrollenden Wellen ankämpfte, desto anstrengender wurde es. Und daher hatte ich nicht genug Kraft übrig, um die zurückströmende Welle auszunutzen. Während eine Welle nach der anderen zum Ufer rollte und wieder zurückströmte,
wurde ich immer erschöpfter und schwamm weniger effektiv. Die grüne Meeresschildkröte dagegen passte ihre Bewegungen den Wellen optimal an und kam daher schneller vorwärts als ich. Also, die Meeresschildkröte mit ihren kleinen Füßchen, Beinchen, ist schneller als der Protagonist dieser Geschichte, die ich jetzt hier kleinen Ausschnitt vorgelesen habe, mit seinen großen Schwimmflossen. Wie macht die Schildkröte das? Die Schildkröte nutzt die Wellen für sich aus. Sie arbeitet nicht gegen die Wellen gegen an, sondern wenn die Welle in ihre Richtung strömt, dann hält sie mit. Wenn sie gegen ihre Richtung strömt, wo sie nicht hin will, dann zieht sie sich zusammen, gibt weniger Widerstand und wartet, bis die Bedingungen wieder günstig sind. Und diese Geschichte, ich habe sie bereits vor vielen, vielen Jahren gelesen und sie hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ja, jetzt auch gerade in den letzten Jahren, wo wir auch so dermaßen viele auch kosmische Energien haben, wir haben ja manchmal Situationen, wo ich auch überhaupt nicht weiß, wieso geht es mir auf einmal nicht gut, weshalb bin ich auf einmal nicht leistungsfähig und ein paar Stunden später ist es wieder anders. Das berichten ja andere Menschen auch. Das hängt eben zusammen auch mit diesen ganzen Transformationsprozessen, in denen auch die Erde drin ist und auch eben die Menschheit und auch jeder einzelne Mensch. Und so habe ich mir angewöhnt, mich nicht zu fragen, wenn es mal nicht geht, sondern es dann zu akzeptieren, dass es mir mal für vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage nicht gut geht. Und dann versuche ich, wenig Widerstand zu bieten, ziehe mich zurück, mache Pause, um dann wieder, wenn es wieder besser geht, wieder voll Gas geben zu können. Und mich so sozusagen dem Leben anzupassen und nicht gegen anzuarbeiten. Und so gibt es Tage, wo ich beispielsweise auch mich zwischen zwei Patienten auf meine eigene Untersuchungsliege lege, weil ich einfach merke, mir geht es heute nicht gut. Ich brauche einfach viel Pausen dazwischen. Und dann bin ich froh um jede 2 bis 3 Minuten, die ich mich einmal mal kurz hinlegen kann. Und dann gibt es andere Tage, da kann ich locker vom Hocker ohne Probleme 6 bis 8 Stunden durcharbeiten. Mal ist es so, mal ist es so. Und ich weiß ja selber auch durch meine eigene Geschichte als Patient, dass auch von dem, wie es mir selber geht, also wie es auch meinem Herzen geht, ich auch von daher unterschiedlich leistungsfähig bin. Das sind ja nicht nur die äußeren Umstände. Ich habe ja darüber im Frühjahr dieses Jahres eine umfangreiche Videoserie gemacht, die hier auf YouTube veröffentlicht ist. Schau sie dir nochmal an. Das war die Serie mit dem Titel Was beeinflusst uns? Das waren 5 Abschnitte gewesen, die ich dazu abgedreht habe. 5 Abschnitte. Schau sie dir alle nochmal an, wenn du sie noch nicht kennst. Und da stelle ich ausführlich dar, wie es Dinge gibt, die mich beeinflussen, die mir auch meine Leistungsfähigkeit rauben können. Das sind zum Teil Dinge, die ich selber beeinflussen kann. Das hängt zum Beispiel zusammen mit Essen, Trinken, Schlafen. Das hängt aber auch zusammen mit meinem Mindset, worüber mache ich mir berechtigter oder unberechtigtermaßen Sorgen und Gedanken. Und dann gibt es aber halt ja auch noch viele Faktoren, viele Gründe, die sind außerhalb von mir selbst. Ja? Erdmagnetfeldschwankungen, biometeorologische Einflüsse, ja? Schwüles, heißes Wetter im Sommer, ja? Was auch immer. Naja, und wenn das eben gerade ungünstig ist für mich, dann versuche ich, mich auf das Wesentlichste zu fokussieren, das, was unbedingt sein muss. Und alles andere versuche ich dann fernzuhalten. Und in den Tagen, wo es mir besser geht, da packe ich dann eben halt auch die Dinge an, die vielleicht nicht so absolut notwendig sind in diesem Moment, aber die trotzdem getan werden müssen. Also das ist sozusagen ein wesentliches Rezept. Ich will aber noch einen weiteren Gesichtspunkt dazu sagen. Der kommt eben auch in diesem Buch da drin vor. Und zwar kurz vorher geht es um ZDE, Zweck deiner Existenz.
Zweck deiner Existenz, das ist jetzt so nicht mein Sprachgebrauch, aber ich will daran erinnern, was mein Sprachgebrauch ist zu diesem Thema. Und auch das ist ganz wesentlich für das Thema Leistungsfähigkeit im Alltag, gerade auch, wenn eine Leistungsfähigkeit nicht in den Schoß gelegt ist. Ich bewundere Menschen, die genauso alt sind wie ich und nie ernsthaft krank waren und eigentlich jeden Tag Vollgas geben können. Solche Menschen kenne ich und das ist großartig, das ist bewundernswert. Aber schlussendlich ist es ein Geschenk. Und ja, ein guter Freund von mir, der sagte mal, Krankheit ist die Einladung zur Transformation, Gesundheit ist die Einladung, das Leben zu feiern. Okay, was sind die drei wesentlichen Fragen, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte am Schluss dieses Videos? Die erste zentrale Frage lautet, wer bist du wirklich? Das ist diese alte Frage, erkenne dich selbst. Wer bist du in der Tiefe deines Seins, in der Tiefe deiner Existenz? Damit meine ich nicht deinen Namen oder Geburtsort oder sowas. Das ist auch alles wichtig, will ich nicht in Abrede stellen. Aber dahinter, wer bist du in der Tiefe? Das ist keine Frage, wo ich sagen kann, okay, diese Frage löse ich morgen von 16 bis 17 Uhr, da habe ich einen Zeitslot, da mache ich das. Nein, das ist eine Lebensaufgabe. Viele Menschen haben sich dieser Lebensaufgabe nie gestellt, sehr viele Menschen. Tue es. Stelle dich dieser Frage, sie ist von existenzieller Bedeutung, gerade in der heutigen Zeit. Die zweite Frage ist nicht minder wichtig. Was ist der Ruf deiner Seele? Ja, er nennt das Zweck deiner Existenz. Was ist der Ruf deiner Seele? Und damit hängt die dritte Frage zusammen. Was willst du hier auf der Erde? Und wenn du auf diese drei Fragen, wer bist du wirklich? Was ist der Ruf deiner Seele? Was willst du hier auf der Erde? Wenn du auf diese drei Fragen jeweils eine starke Antwort hast, dann wirst du mit den Widrigkeiten des Lebens fertig werden. Dann wirst du dir sagen, wenn es gerade die Welle gegen dich läuft, okay, es ist so, ich ziehe mich zusammen, ich biete jetzt möglichst wenig Widerstand, um nicht zu weit weggespült zu werden von meinem Ziel, sondern versuche möglichst die Position zu halten. Und wenn die Bedingungen wieder besser sind, das kann in 3 Stunden sein, das kann in 3 Tagen sein, das kann in 3 Wochen sein, dann gebe ich wieder Vollgas. Ja, das so mal ein kleiner Einblick dazu, was so meine Lebensphilosophie ist zum Umgang oder zur Herausforderung mit dem Thema, wie erreiche ich trotz erheblicher körperlicher Einschränkungen Ziele in meinem Leben. In diesem Sinne, mach's gut. Liebe Grüße, dein Markus Peters, dein Herzerklärer.